Dit und dat. Ob war dich platt. Bist du so weit? Kann ich anfangen zu vertellen? Ja. Ja, da läuft auch die Isarbahn von Köln über Düsseldorf nach Essen hin. Wir sind von der ganz umweltfreundlich unterwegs mit zwei Rehe, die wir uns gelehnt haben. Denn wie stand ja gerade hier, wie uns Strömken der Ruhr auf den historischen Linnepfad zwischen Kettwig und Wadden. Wir trecken gerade noch Wadden hin, sind auf dem Weg und da haben wir uns gedacht, vertellen wir Gott, worum es überhaupt geht, wer ich dann sehe und worum ich hier stehe und irgendwas vertelle, von Pet oder was auch noch, das werden wir kurz sehen. So, ich hätte Marc, schrieb mir real, sie der Förster von Wadischen kommen und dem Hatten von der Ruhr in Wann im Ruhrdal. Und wir haben uns gedacht, ja, lass doch erst kennenlernen, wie unsere Nachbarsleute sind. Das sind Schütz. Das sind die Leute, die auch was vom Blatt holen, von unseren verwandten Sprachen, von den näherfränkischen, näher-sassischen Sprachen, zwischen, ja, Kassel-Bolsek und zwischen Holland und Hamburg, von der Küste bis Köln und auch von der Wismar bis nach Wuppertal. Und jetzt haben wir so viele Leute geschrieben. Frau Wegen, ja, ist ja eine schöne Sache, mehr hätte es ja auch ein bisschen eher Bescheid geben können. Das ist wahr, das ist recht, das ist mir auch von da ein Pläsier, drauf eine Antwort zu geben und die hat, ja, dann lass das noch erst tun. 4 Wochen später, nicht allein für das Lied, die dann noch nichts anderes zu tun haben, auf sich das annotiert haben, das Freitag, das ist der 18. Juni, muss ich aufpassen, dass ich in die Zukunft, 5 Uhr nachmittags, all elektrisch, ne Button, es ist noch ein bisschen zu früh für sowas, dürft mich mehr. Von da kann ich auch zurufen, wir haben ja noch einen Unerkehr, 4 Wochen later, all im Mond Juli, wie es so schön heißt, im Juni und Juli unter Rhein zu holen. Das ist dann, jetzt darf ich nicht in den Tag kommen, der 16. Juli. Auch 5 Uhr nachmittags, 4 Wochen later, mit dem Titel Was ich an Sinne Normas. Und ich würde mich freuen, euch dort zu grüßen, mit euch zu kallen, zu kicken, snacken, braten, kühen, auf was anderes. Darf ich mal sehen, ja, wie stand ich ja gar nicht allein da. Denn die große Frage von da ist ja, ist ein bisschen wie mit Schrödingers Katze. Hier mit Klee, das studiert Physik und das hilft mir einfach taut, wie das so ist mit der Katze vom Schrödinger in der Kast. Ja, mit der radioaktiv verfallen und dann so ein kleines Fläschchen Gift. Ja, ich glaube, weil die Katze ist giftig, will, dass sie in das Kast überhaupt drin steckt und in der Hut kommt. Mehr, man wird ja nicht vom Dropkicken, lebt die Katze noch, oder ist sie all tot, ne? Und dafür ist es ein bisschen auch mit uns platt. Es wird voll von vertaut, voll verklärt. Dürk auch von Leuten, die gar nichts davon wissen, so dürkt mir wer. Und dafür ist es höchste Zeit. Auf Deutsch sind wir dafür die höchste Isarbahn, wir sind doch lange gestreckt, mal eben ein Gespräch aufzuhauen, gute Perspektive vom Punkt von Platt selber zu sprechen und zu kicken, wie das überhaupt drum steht. Von daher im 21. Jahrhundert, denn es sind ja all viele Jahre in das Land getrocken, und dass sich das rote Potenzial ja, irgendwie kanalisiert hat. Und auch wenn wir so nach Schleswig-Holstein kicken, da geht sich ja auch viel für das Zusammenwirken, auch in den Umruf einzurichten. Und das sind also Sachen, wo man dann drüber kann können. Ja, ich würde mich freuen, das ist ein 2-Tag, Freitag, 18. Juni, auf einen Monat später, auf 16. Juli. Das können wir auch anschreiben, auf anrufen, um Nummern. Die E-Mail-Adresse das ist real, das ist mein Name, wie ich mich schrift, @bergischblatt.de. Auf ohne Nummer könnt ihr euch ohne Drohne stellen. Könnt ihr das alle nachlesen und ich glaube, bevor das Kleine an den Arm abfällt, würde das von mir gewusst, noch mit dem kleinen Bild von unserer Natur und dem Brommelten, wo ich euch reingetratzen. Bis jetzt. So, und das wollte ich euch noch kurz wiesen. Das ist so was wie die Pote noch hin.
Das ist hier die Hauptstraße, die Brückstraße, die Allee-Straße. Oben, achter der Häuser, wo auch der deutsche Name von der Stadt steht, Werden, Verwandten. Da sitzt die Wieskirche und da oben, das ist sowas wie das Vermarktparadies von Werden. Der Heierstrang, der da lebt von der Ruhr und der Bremen. Und da oben hält sich auch eine Familie von kanadischen Erpeln hergeladen. Nicht allein schön Pläsier für Menschen, auch für die Tiere.